Ein weiteres Promi-Geflüster, liebe Podcast-Freunde, wir sind nochmal im Set von Soko Stuttgart. Gerade die letzte Klappe sozusagen für unseren heutigen Stargast Volker Brandt eben gefallen. Herzlich willkommen, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch recht herzlich. Ich bin ja so Altstuttgarter, weil ich habe ja hier im Komödien Marquardt immer gespielt, also zweimal. Und ich bin ein sehr gerne Stuttgart-Gastierer, ja, weil ich habe hier ein paar gute Geschäfte, ich habe hier ein paar gute Leute, die ich kenne und freue mich eigentlich immer, wenn ich hier sein darf. Sehr schön. Im Schwabenland haben Sie ja auch einiges gemacht. Zum Beispiel, wenn man nur dran denkt, die Schwarzwaldklinik. Das war auch eine Serie, glaube ich, da sind Sie auch sehr bekannt geworden. Richtig. Aber der Schwarzwaldklinik ist eigentlich so mein Einstieg in die ins öffentliche Bewusstsein, weil man normalerweise als Bühnenschauspieler einfach so in seinem Ensemble ist und dann kennen zwar die Theaterfans einen, aber die richtige Popularität kommt ja einfach durch solche Serien und das war ja eine sehr, also es ist geradezu ein Klassiker geworden. Damals wurde ein bisschen geschimpft darauf, weil es alles so mullig und so wussoig war und das hat sich aber dann jetzt im Laufe der Zeit der vielen Arztserien, die dann, und der Produzent Rademann hat damals gesagt, das Thema hat auf dem Boden gelegen, ich habe es auf your home, an seiner berlinerischen Art. Und das ist wirklich wahr gewesen. Es gab früher Filme mit Ärzten, Rudolf Prack oder sowas, da ging man mit der Familie ins Kino und plötzlich kam es ins Fernsehen mit den Ärzten und das war ja sehr gut besetzt alles. Und gerade im Schwarzwald zu drehen, war ein hoher Genuss auch, war landschaftlich und ich habe viel kennengelernt auf die Weise. Das ist so, wie wenn ich jetzt Tournee mache, da bin ich auch quer durch Österreich, Deutschland, Schweiz, da macht man halt einfach sehr viel Erfahrung mit den Ländern und mit dem Publikum auch. Und da ist dann Stuttgart rundherum mehr dran. Da gibt es viele schöne Bürgerhäuser, wo ich gerne gastiere. Und die Stuttgarter sind ein sehr liebes Publikum auch. Sehr schön, das glaube ich wird den Stuttgartern gefallen. Ist auch so. Jetzt hier bei Soko Stuttgart ist mal wieder eine Krimiserie, ist doch wieder eher was Ernsteres, Schwarzwaldklinik, Komödie, klar, doch eher ein bisschen was Heiteres. Darf man ein bisschen was verraten von der Rolle, was Sie da haben? Ja, ich weiß gar nicht, es wird ja immer der Mörder gesucht und in diesem Fall ist es so, ich spiele ja einen Opa, also mein Fach habe ich komplett gewechselt. Ich war ja immer jugendlicher Liebhaber, mit vielen Mädchen rumgeturtelt und auch bei der Schwarzwaldklinik immer guter Arzt, aber ein ziemlicher Rabauke, was die Liebesbeziehung betrifft. Und hier ist es nun mal so, dass ich ein Opa, im Leben bin ich ja auch schon lange ein Opa, aber das hier ist, dass ich eine kleine Enkelin habe und diese kleine Enkelin, die sehr süß gespielt wird von Ella, einem wirklich Talent für später mal. Aber es war halt so, dass hier ein Opa gebraucht wurde, der freundlich ist, der lieb ist und dem man gar nichts zutraut. Und was nun mit dem näher geschieht, das darf ich, glaube ich, nicht so mal verbreiten, weil sonst ist ja die Spannung weg. Ja, ist ja die Spannung weg. Das behalten wir mal für uns und wird einfach sagen, das sollen die Zuschauer mal beim ZDF reinschauen. Soko Stuttgart. Tja, Sie sind auch jetzt gleich schon wieder auf dem Sprung. Was steht alles noch an, jetzt so vor Weihnachten auch noch? Weil es sind ja nur noch 4, 5 Wochen, 6 Wochen. Ja, apropos Opa. Ne? Weil ein Opa muss natürlich auch für seine Enkelkinder irgendwas zu Weihnachten bereit haben. Und ich komme jetzt vom WDR, weil ich da ein Hörspiel gemacht habe und habe dann hier gedreht und immer hin und her gefahren und nachts auch teilweise. Das ist dann ein bisschen stressig, aber das ist mit heute, mit jetzt der letzten Klappe auch vorbei. Morgen früh bin ich in München noch beschäftigt und dann kommt aber schon was Neues. Da kommt eine Tournee und das heißt Haus am See und da gibt es viele Termine hier im Umkreis, im Beginn Februar, März, April. Und da muss ich mal schön den Text lernen erstmal und dann muss ich einfach auch probieren. Und das geschieht dann Anfang des Jahres. Aber vorher ist noch Weihnachten und da wird dann meine ganzen Enkelkinder, und das sind ja immerhin 3 Stück von meinem Sohn, die Kinder, und meine Tochter hat jetzt auch ein Kleinchen bekommen, bin ich auch schon wieder. Ich sehe die immer alle nicht. Das ist das Traurige, wenn man als Schauspieler unterwegs ist und beschäftigt ist. Und ich habe ja mit der Alexander Kamp jetzt ein Stück gespielt, auch hier in Stuttgart übrigens, das hieß Achterbahn und ja, da ist man dann 2 Monate am Ort und es ist einfach,
Mit Enkeln und so, da ist das nicht so wie früher, die einem so auf dem Beinchen sitzen und dann mein kleines Enkelchen und wachsen heran und so. Ich sehe die alle oft auf 2 Jahre nicht oder so. Und dann, und zu Weihnachten versuche ich wenigstens dann in Berlin zu sein, wo dann meine meine zweite Familie ist sozusagen. Da kommen auch die Kinder. Also eine Tochter ist Schauspielerin in New York, die andere hat jetzt ein Kind in Berlin und dann ist die Mutter von beiden Kindern, also meine Ex-Frau, sie sind auch alle da. Und da ist es dann Weihnachten wie immer. Wir nennen das immer so wie immer, weil da Papa besorgt dann den Weihnachtsbaum und schmückt ihn und dann kochen wir was Schönes. Und das ist dann so Weihnachten wie immer. Und meine jetzige Lebensgefährtin, die fährt auch zu ihrer Familie, die ist in Österreich zu Hause. Und die wird dann da sein und ich bin dann da und so machen wir das jedes Jahr. Aber wie gesagt, Geschenke müssen gekauft werden, ja, und das müssen auch richtig gute Geschenke sein. Und leider hatte ich hier in Stuttgart keine Gelegenheit, dergleichen zu machen. Ich bin nicht mal zu meiner Patenschaft der Bernsteinsammlung im Rosen, wie heißt das, Rosensteinpark hier? Ja, Rosenstein. Ja, und da gibt es ein Museum und da bin ich Pate von den Bernsteinen. Und da ist auch eine Gitterwanze nach mir benannt. Die wurde neu entdeckt in den Bernsteinen von 40 Millionen Jahren. Da ist sie da drin und die hat noch keinen Namen. Wollen Sie, dass ich, und ich kriege den Bernstein nicht, sondern der bleibt hier. Aber er heißt jetzt nach mir irgendwie Amborophyllus brantii. Ja? Und ich bin sozusagen der Pate von diesem kleinen Gitterwanzentier. Und überhaupt sind die Stuttgarter sehr interessiert an Naturkundlichem. Ja? Früher konnte man hier auch so Schnecken, versteinerte Schnecken kaufen, die hier gefunden werden. Oben auf der Schwäbischen Alb, da, ja, aus der Ecke, wo ich herkomme, grob, ja, ne? Da gibt es also viele Versteinerungen noch zu finden. Und da ich nicht nur ein blöder Schauspieler bin, sondern mich für diese naturwissenschaftlichen Sachen auch interessiere, ist das halt Stuttgart immer ein Ziel für mich, eben auch ins Museum zu gehen. Das hat aber diesmal nicht so geklappt, weil ich immer hin und her fahren musste. Aber wie gesagt, das, was heute nicht ist, kommt ja dann sicher morgen mit einem neuen Engagement. Zum Beispiel. Klar, ich meine, jetzt gehen auch schon langsam, darf man es verraten, auf die 80 zu. Wie halten Sie sich noch fit, wenn so eine Tournee noch da ansteht? Also mit den 80 und mit den 70 habe ich es nicht. Eher würde ich sagen, ich bin so Mitte 50, ja, weil ich auch keine größeren Zipperleins habe. Also mein Alter, mein ganz normales Alter, was auch in jedem Programmheft steht, ich bin 35 geboren und bin jetzt 76. Und diese Zahl will mir gar nicht in den Kopf, weil normalerweise diese älteren Leute, die sind immer alle 60 oder sowas. Ich bin aber nun schon 76 und kann es auch gar nicht so richtig verstehen. Ich tue nichts dafür eigentlich, außer dass ich eben offen mit der Sache umgehen kann, ohne nun zu sagen, in meinem Alter tut man sowas nicht oder in meinem Alter kann ich nicht mehr so oder diese Sprüche, die die älteren Leute immer so drauf sich haben oder sie sagen, in meinem Alter, da merkt man sich das nicht mehr oder so. Also das kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne weder Alters, ich habe gerade mit dem kleinen Mädchen so lachen müssen, weil ich habe gesagt, wenn du dein Hockeystäbchen nicht hast fallen lassen, wäre ja gar nichts passiert. Dieses Wort Hockeystäbchen hat sie, weil es so ein Kinderhockey ist, ja. Und das hat sie einfach so zum Lachen gemacht und wir haben da so gekickert und dann musste die Aufnahme auch noch abgebrochen werden, weil wir so lustig waren. Aber in diesen Altersstufen sozusagen bin ich dann nicht der Ältere, sondern ich bin dann einfach der Mensch mit dem anderen Menschen, ob der nun so klein ist oder ob der nun noch älter ist als ich. Ich kenne ja Kollegen, die sind auch über 80 schon und die zelebrieren ihr Alter auch. Das finde ich genauso schrecklich. Ja? Ich finde diese, ich bin jetzt älter und du musst mich jetzt mal in Ruhe lassen oder so, das finde ich doof und ich finde auch die, ich bin jetzt alt und du musst jetzt mal Ehrfurcht vor mir haben und du musst jetzt mal sehen, ich bin ein 80-jähriger Herr oder Dame, das liegt mir auch nicht. Also Sie können von mir immer erwarten, dass ich was 20-Jähriges tue oder was 10-Jähriges oder was 80-Jähriges. Früher in der Schauspielschule
habe ich immer alte Rollen studiert. Die fand ich einfach viel interessanter als diese jugendlichen Liebhaber. Dann war ich bei Gründgens und Gründgens hat gesagt, hier ist ein junger Mann, der spielt jetzt hier die Liebhaber. Und diese Liebhaber habe ich eigentlich immer gespielt, aber sie waren nicht sehr interessant. Studiert habe ich von Anfang an Wunschrollen wie den alten Narren in Was ihr wollt oder sowas. Immer diese alten Leute. Jetzt komme ich in das Alter und dann denke ich mir, jetzt könnte ich sie eigentlich spielen. Nun bin ich aber nicht mehr am Staatstheater, sondern im Freischaffenden und da bleiben halt so Opa, wie ich jetzt hier bei Soko war, oder einfach ältere Rollen, die jetzt auch im Haus am See, da gibt es einen berühmten Film mit dem Henry Fonda, Haus am See oder The Golden, irgendwas The Golden. Und da habe ich jetzt, meine Rolle ist jetzt ein Älterer, der plötzlich ein bisschen merkt, dass er älter ist. Da bin ich mal sehr gespannt, ob ich das überhaupt kann, weil ich mich immer eigentlich so jung fühle, ja. Aber er muss plötzlich das Gedächtnis verlieren. Berühmter Film mit der Catherine Hepburn. Und die beiden waren ein schönes Paar. Ich bin es mit Victoria Brahms. Victoria Brahms, auch bekannt. Und wir beiden wollen mal sehen, wie das auf der Probe und nachher in den Aufführungen ist, dass ich, aber die Tourneegesellschaft hat eben gesagt, wenn es ein Alter spielt, dann ist es nicht lustig. Dann denken die Leute, ja, der Alte, der kann ruhig mal was verknubbeln. Aber wenn es einer spielt, der noch so eigentlich gut drauf ist und der dann plötzlich merkt, hey, ich habe ja kein so gutes Gedächtnis mehr oder so, ich erinnere mich nicht mehr, wo ich jetzt gegangen bin, der geht nämlich Pilze suchen und dann weiß er nicht mehr, wie er nach Hause kommt, ja, irgend so eine Situation. Das ist ja was, wo ich sage, das könnte ganz interessant sein, dass es ein etwas jüngeres spielt. Wo kann man es überall sehen, wissen Sie so ungefähr, oder gibt es eine Homepage, wo man nachschauen kann? Man kann das nachgucken, das Haus am See, Volker Brandt, Victoria Brahms. Und man kann hier in den umliegenden Orten, Baden-Württemberg ist ja, ich war ja früher am Staatstheater Karlsruhe, ja, das fand ich ganz toll. Drei-Sparten-Theater mit Ballett, mit Oper, mit Orchester. Ah, das habe ich ganzes Leben nicht gehabt und da wollte ich unbedingt noch hin und deswegen bin ich mit Baden und Baden-Württemberg bin ich eigentlich ziemlich verheiratet und das war noch meine feste Zeit am Theater und da bin ich zu mir gekommen, einfach weil das Theater so richtig das Theater war. Ja? Ich war früher am Schillertheater in Berlin und ich war bei Gründgens, wie gesagt, und dann war ich in der Josefstadt in Wien, alles schöne Schauspieltheater, aber diese drei Spartenhäuser wie das Karlsruher Staatstheater, das hat mir sehr gut gefallen und gut getan, auch vom Trinken, da habe ich überhaupt gelernt, erstmal einen Wein zu trinken, ja, weil man hinterher mit den Sängern und mit den Ballettmädchen ging man dann in die Kantine und hat ordentlich was gesüffelt und den guten Wein hier, das ist ja sowieso was Feines und wie gesagt, da habe ich eigentlich eine sehr gute Erinnerung dran. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann würde ich einfach sagen, wünsche ich viel, viel Erfolg für Ihr Stück, für die Tournee, was nächstes Jahr stattfindet. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, auch mal vorbeizukommen. Gerne. Richtig. Eine Sache muss man noch ganz kurz erwähnen. Ich glaube, die Person ist Ihnen schon auch ein bisschen mit Ihnen gewachsen. Die Stimme für Michael Douglas. Ja, Michael Douglas ist natürlich, da bin ich zum Synchron gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich wusste das nicht. Synchron gilt eigentlich auch in Künstlerkreisen als etwas Minderwertiges. Das hat sich ein bisschen verwandelt. Leider sind nicht mehr die guten Schauspieler auch die Synchronisateure. Die sind heute junge Leute, die durch die Serien und sowas kann man die guten Leute einfach nicht mehr kriegen. Die sind dann spezialisiert nur auf Synchron. Das finde ich natürlich eine schlechte Entwicklung. Warum? Die können es zwar und sind schnell, aber sie können, wenn man alte Filme synchronisiert sieht, noch mit O.E. Hasse oder so, dann merkt man einfach, was die Schauspieler, die ausländischen Schauspieler damals für gute Leute bekommen hat. Und eines Tages, als es mal in den 70er Jahren hieß, ja, da kommt eine Serie, die Straßen von San Francisco, wir wollen da mal einen neuen Sprecher haben, da ist so ein Milchbubi, haben sie gesagt, der Michael Douglas war ein Milchbubi damals noch, mit dem dicknasigen Karl Malden. Und ich habe da das Synchronisieren gelernt. Ich habe nur so vorgesprochen, mal so ein Take, nennt man das, so zwei, drei Sätze. Und da hat sich das ZDF entschieden für meine Stimme. Und das haben die auch gelassen, bis ich habe nur Michael Douglas gemacht, kein anderer hat es gemacht,
selbst als im Film mal mit Paul Reiser war ich zum Beispiel auch, also Mad About You, eine wunderbare Serie mit Helen Hunt, da war ich Paul Reiser und dann haben die beiden mal in einem Film gespielt, da bin ich aber bei Michael Douglas treu geblieben. Und normalerweise wird man auch schnell umbesetzt, ja, also Peter Falk zum Beispiel, ich habe ja Columbo auch gespielt, der hat also mindestens 5, 6 Stimmen, ja, und das finden die Leute finden das gar nicht gut, aber die Synchronfirmen, wenn der Mann nicht kann oder er will mal eine Mark mehr, dann aber nichts wie raus, ja, und dann ist es halt jemand anders, ja. Ich habe selbst erlebt wir hatten eine Serie, wie gesagt, diese Helen Hunt Serie, da hat es eine sehr gute Synchronsprecherin, die Helen Hunt gesprochen und plötzlich kamen Filme mit Helen Hunt und da haben sie ein neues Vorsprechen gemacht und da hat es Jutta Speidel gesprochen. Also ich meine, was soll das denn? Aber es ist halt so. Sehr gut. Aber dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht auch da noch viel hören. Wir hoffen auch, dass er gesund wird. Ja, weil richtig, es ist ja nicht so gut. Er sah gut aus mit seinem Kehlkopfkrebs. Er hat natürlich eine Menge geraucht, er hat eine Menge getrunken, was ich noch gar nicht tue. Er ist auch jünger als ich. Aber ich kenne ihn auch, wir kennen uns, wenn er in Deutschland war, haben wir auch miteinander, sind wir in Kontakt gewesen, was auch selten ist. Da habe ich eine Sache gesehen, da haben sie ihm live mal synchronisiert, bei einer Verleihung, ne? Bambi-Verleihung oder was war das? Ja, das war eine Bambi-Verleihung, war einmal im Gropiusbau in Berlin. Und dann war aber auch das RTL in Köln, da war auch mal eine Erstaufführung von einem Film. Und da hat er mal mich synchronisieren müssen. Das hat aber auch den Spaß hat er mitgemacht. Aber das ist für mich auch im Nachhinein so ein Bein als Schauspieler, das Synchronbein, das natürlich auch ein bisschen was bringt, wenn man freischaffend ist. Ne? Und ich fühle mich auch geehrt sozusagen bei den vielen Filmen, die er gedreht hat und die dann wirklich kein Milchbubi mehr waren, sondern die dann wirklich also ganz entscheidende, gute Werke sind und bleiben, werden ja immer wieder aufgeführt. Ich kriege leider keinen Pfennig davon, das ist leider so eingerichtet gewesen. Man müsste eigentlich beim Synchron sagen, eine Aufführung, gibt es auch ein Geld dafür, wie eine Erholung bei einem Krimi oder sowas. Aber wie gesagt, da humpeln die Verträge immer noch hinterher. Aber und jetzt gibt es schon gar nichts, weil die alle ärmer geworden sind angeblich. Und das ist das Wichtigste, dass der Mann jetzt gesund wird und noch mal gute Filme dreht. Genau, das wünschen wir ihm allen. Ihnen, wie gesagt, nochmal alles Gute und danke, dass Sie kurz Zeit gefunden haben. Sie haben wirklich sehr viel aus dem Leben in der kurzen Zeit erzählen können. Und jetzt geht's in Zug. Jetzt geht's in Zug. Alles Gute Ihnen. Tschüss.